Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Schwänen von Swansea City. Und an dieser Stelle noch einmal ein frohes neues Jahr, denn beim letzten Mal haben wir das Jahr 2021 erreicht. Ich hoffe, dieses Jahr ist ein gutes Omen, denn das wird höchstwahrscheinlich das letzte Jahr in diesem FIFA 16 Karrieremodus Let's Play. Und in diesem Jahr, in dieser sechsten und letzten Saison, können wir noch einiges erreichen. In der Liga waren wir zuletzt ja ganz erfolgreich. Da fällt mir ein, beim letzten Mal haben wir, glaube ich, noch vergessen, die Premier League-Tabelle uns anzuschauen. Apropos letztes Mal, der letzte Part. Die, die den gesehen haben, an die muss ich mich erstmal wirklich entschuldigen. Also ich weiß nicht, was im letzten Part da mit meiner Stimme los war, vor allem gegen Ende. Das soll jetzt nicht nach einer Ausrede klingen oder irgendwie ein dummer Spruch sein, aber ich glaube, ich war tatsächlich etwas unterzuckert. Und das hat mich auf jeden Fall in der Hinsicht dazu getrieben, dass ich nie wieder mit leeren Magen anfange aufzunehmen. Ist eine etwas blöde Erklärung, aber mir fällt keine bessere ein, beziehungsweise das ist einfach meine Erklärung. Also wirklich sorry für den letzten Part, da habe ich noch mehr Unsinn gelabert als ohnehin schon. So, aber jetzt wieder zur Premier League Tabelle und da sehen wir, Arsenal hat die Tabellenführung ausgebaut. 3 Punkte Vorsprung vor West Ham, 5 Punkte dahinter Man City und Swansea hat den 4. Platz gefestigt. Beim letzten Mal haben wir ja 1:0 gegen Crystal Palace gewonnen und unsere Schwäne haben also praktisch die Adler überflügelt. Den Spruch wollte ich eigentlich beim letzten Mal noch bringen, aber meine geistliche Verfassung beim letzten Mal, die war wirklich nicht mehr von dieser Welt. Egal, genug davon. Auf jeden Fall haben wir 1 Punkt Vorsprung vor Newcastle und immerhin schon 4 Punkte Vorsprung vor dem Tabellensechsten Chelsea, also auf einen nicht-europäischen Platz. Das ist schon mal ganz gut. Aber Chelsea, Liverpool, Man United natürlich noch alle in greifbarer Nähe. Also da dürfen wir uns nicht ausruhen nach gerade mal 20 gespielten Spielen. Und in 2 Tagen, seht ihr es, da steigen wir also, wie es in der Premier League so üblich ist, für die Erstligisten in der ersten Januarwoche in den FA Cup mit ein. In der Champions League haben wir ja das Achtelfinale erreicht. Dort spielen wir Ende Februar gegen Real Madrid. Und in der dritten Runde des FA Cups spielen wir gegen Exeter City, ein Viertligisten, die sich schon durch die ersten beiden Runden spielen mussten. Wir können mal ganz kurz gucken, gegen wen Exeter da ran musste. In der ersten Runde haben sie den FC Blackpool mit 2:1 bezwungen. Die, finde ich zumindest, eigentlich ein bisschen besser und stärker einzuschätzen sind. Und in der zweiten Runde, wo haben wir sie denn? Exeter. Ich finde sie jetzt gerade so. Ach, da sind sie. Da haben sie 2:1 gewonnen bei Leyton Orient. Und wenn mich nicht alles täuscht, das ist sogar ein Drittligist. Also Exeter nicht zu unterschätzen anscheinend. Mussten die ersten beiden Spiele auswärts ran. Auch dieses Mal. Allerdings diesmal zu Gast im schönen Swansea beim aktuellen Tabellenvierten und Champions League Achtelfinalisten. Und da haben wir schon bei den Top-Torjägern einen interessanten Mann, nämlich Nichols. Der hat bislang 3 von den 4 Toren erzielt für Exeter. Auf den sollten wir also Acht geben. Der führt momentan die Torschützenliste im FA Cup an. Außerdem haben wir beim letzten Mal schon angefangen, ein paar Anfragen rauszuhauen. Ein paar Angebote erwarten wir noch. Bezüglich eines Offensiv-Allrounders. Berahino, Bolasie, Lea, Iseka, Ezekiel haben schon Antworten bekommen, beziehungsweise wir haben Angebote bekommen und Antworten bekommen, was die Vereine von ihnen fordern. Aber wir warten noch eben 1-2 Tage, bis alle Anfragen wirklich bearbeitet worden sind. Und dann entscheiden wir uns, vielleicht schon in diesem Part, um welchen Stürmer, um welchen Offensiv-Allrounder wir uns bemühen wollen. Vorher gucken wir nochmal kurz auf den Kalender. Die nächste Woche ist nochmal eine harte Woche. Das dritte Heimspiel innerhalb von 6 Tagen gegen Exeter müssen wir also als nächstes. Dann müssen wir 3 Tage später auswärts ran beim FC Watford. Wiederum 3 Tage später zu Hause gegen den FC Everton. Und dann haben wir endlich mal so ein bisschen Pause, können uns mal ein bisschen ausruhen bis zum nächsten Ligaspiel gegen Leicester City. Hier ist sogar eine spielfreie Woche. Ich schätze mal, Länderspielunterbrechung wird das sein. Aber das kennen wir ja mittlerweile nicht anders. In der Premier League gibt es ja bekanntermaßen keine Winterpause. Und deswegen müssen wir das Ganze mit Personalpolitik so nebenbei regeln. Beziehungsweise Dani Dattel muss das nebenbei regeln.
Und da haben wir noch ein paar Mails bekommen mit ein paar weiteren beantworteten Anfragen. Armstrong vom Chelsea kostet 8 Mille. Sanabria, der übrigens vor kurzem im Real Life zu Betis Sevilla gewechselt ist vom AS Rom. Ich glaube, Ablöse war 7,5. Hier mittlerweile beim FC Chelsea gelandet und die fordern 25 Mille. Ein Spieler, der sich sehr häufig gewünscht wurde. Dann haben wir noch Ambrose, der Mann aus der Jugend von Man City, mittlerweile bei Juventus Turin gelandet. 12,5 fordert die alte Dame. Und Arkadiusz Milik, ein alter Bekannter aus den vorigen Let's Plays, würde 34,5 ungefähr kosten. Der ist mittlerweile beim UD Levante in Spanien untergekommen. Aber ich glaube, es wurden immer noch nicht alle Anfragen bearbeitet, denn offscreen habe ich auf jeden Fall nochmal den guten Braithwaite von Hoffenheim angefragt und ebenfalls der Mann, der schon etwas länger auf unserer Wunschliste steht, Callum Wilson von Bournemouth, den habe ich auch nochmal eine Anfrage geschickt. Ich denke mal, es wird in Kürze auch noch bearbeitet. So, unsere Jugendscouts waren auch wieder fleißig, da können wir auch mal ganz kurz gucken, ob sie hier noch was Interessantes gefunden haben. Ashley Eastman sieht zumindest schon mal ganz interessant aus. Wow, Joshua Heinz, 77 bis 94, den verpflichten wir mal direkt für unsere Jugendmannschaft. Lidan, 68 bis 92, 80 bis 90, ach, der ist schon länger dabei. 65 bis 91, wow, das war, glaube ich, bislang der allerschlechteste Jugendspieler, den wir gescoutet haben. Den können wir mal direkt ablehnen. 78 bis 92, der ist auch schon ein bisschen länger dabei, Sean Gator. Ach komm, den Rest lassen wir noch ein bisschen beobachten. Gut gemacht, Herr Bogdanovic. Diamond, das müsste unser Schotte sein. So sieht's aus. Cammy Erskine, Kieran Welsh und Neil Shinny oder Shiny. Den können wir ablehnen. Steven McDonald, den Rest lassen wir nochmal weiter beobachten. Und dann haben wir noch meinen Lieblingsscout, Herrn Was ist da los? Was hat er so gefunden? Christian Ziegel. Nicht zu verwechseln mit Christian Ziege. 69 bis 93 ist auch gar nicht so schlecht. Clemens Berger. Julius Weinwurm. Ich liebe diese österreichischen Namen. Ohne Scheiß. Aber leider Gottes ist er auch mit der schlechteste bislang, den wir gescoutet hatten. Philipp Hinteregger. Auch sehr schöner Name. 71 bis 94. Auch ganz gut. Und Wetz-Wernitzing. Wernitznik? Ach, Wernitznik. So wird er ausgesprochen. Philipp Wetznik. Wernitznik. Alter, den Namen kann ich nicht mal locker von der Zunge bringen, den müssen wir direkt ablehnen. So, den Rest, Hinteregger, lassen wir vielleicht auch nochmal alles ein bisschen weiter beobachten. So, haben wir es auch so nebenbei noch mit abgearbeitet. Und zack, sind wir schon am 2. Januar. Und neues Jahr bedeutet natürlich auch wieder, wie schon angedeutet, neue Transferphase. Und alle Vereine wollen sich natürlich nochmal verstärken. So wie auch wir. Valencia schwankt zwischen Pogba und Götze. Ja, wer ist wohl der bessere von den beiden? Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Auch wenn man es gut mit Mario Götze meint, an die Klasse eines Pogba kommt er wohl nicht ganz ran. Der FC Valencia, Vorjahres Champions League Finalist, die wir ja in der Champions League Gruppenphase bezwungen haben. Und die sind nur mit Glück wirklich ins Achtelfinale eingezogen. So, das sind noch die beiden Anfragen, die ich erwartet hatte. Oder die beiden Angebote. Oder die beiden Forderungen, sagen wir es mal so. Callum Wilson würde ungefähr 18,5 kosten. Und Hoffenheim sagt immer noch, dass Braithwaite nicht wechseln darf. Ja, er ist erst im letzten Sommer gewechselt, das stimmt schon. Aber es ist ja ein halbes Jahr vergangen und wir könnten ihn theoretisch eigentlich kaufen. Aber immerhin sagt unser Geschäftsführer, Braithwaite zählt auf seiner Position zu den Schlüsselspielern. Er ist wahrscheinlich zwischen 19,3 und 21,7 wert. Wir müssen also ein großzügiges Angebot machen. Okay. Da ist jetzt die Frage, wen von diesen genannten wollen wir verpflichten? Berahino ist, glaube ich, oder wäre der teuerste, der bei Slaven Bilic und bei West Ham momentan allerdings auch auf der Bank versauert. Bolasie wäre einer der günstigsten. Lea Iseka würde auch nur 11 ungefähr kosten. Ezequiel 26, Milik 34,5. Ambrose wäre noch ein schönes Talent. Sanabria, Armstrong, zwei Chelsea-Talente, Callum Wilson, der momentan auf Platz 3 in der Torschützenliste der Premier League steht. Der ja eigentlich, hatte ich mal zwischendurch gesagt, mein Favorit war.
Aber Brave World ist auch sehr, sehr interessant. Ich kann mich noch erinnern, als wir mit dem 1. FC Köln angefangen haben, war Brave World einer der Spiele, der am häufigsten genannt wurde als Wunschneuzugang. Callum Wilson kennt natürlich die Liga, ist ein Engländer, kann glaube ich aber nicht auf den Flügeln spielen. Das ist der einzige Nachteil bei Callum Wilson. Brave World kann im Sturmzentrum als auch auf den Flügeln spielen. Und ich glaube, gleiches gilt auch für Antonio Sanabria. Und ich glaube, er ist sogar momentan mein kleiner Favorit. Geld haben wir auf jeden Fall genügend. Und wisst ihr was? Wir bieten einfach mal 19 Mille. Wir könnten natürlich auch ein Tauschangebot machen. Aber die, die mich länger verfolgen, wissen ja, davon bin ich nicht unbedingt so der große Freund. Deswegen machen wir einfach mal ein Angebot in Höhe von 19 Mille. Ich muss mal kurz gucken, wie viel Budget wir eigentlich momentan haben. Daran sollte es aber nicht scheitern. Ja, 25, also das Geld reicht locker, locker für ihn aus. Und wir haben auch noch drei Spieler auf der Transferliste stehen, unter anderem Gerhard. Bin ich mal gespannt, ob da überhaupt Angebote kommen. Gehe ich mal stark von aus. Der Mann, der in der Vorsaison in die Elf des Jahres gewählt wurde, aber seit geraumer Zeit nicht mehr bei uns im Kader steht, weil er natürlich diesen Transferwunsch geäußert hat. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, Lanzini könnte für eine heftige Summe gehen. Lanzini wäre natürlich auch interessant, ne? Momentan, glaube ich, der beste Vorbereiter der Premier League. Können wir mal ganz kurz gucken. Das sind die Top-Torjäger momentan. Sanchez schon 17 Mal getroffen in 20 Spielen. Andy Carroll hat auch einen richtigen Lauf bei West Ham. 15 Treffer. Gefolgt von Wilson und Roland mit 9 Treffern. Top-Vorlagengeber ist tatsächlich Lanzini. 7 Assists hat er bestimmt, hat er bereits. Und Antonio, ebenfalls von West Ham, hat schon 6 Vorlagen. Auch nicht schlecht. Und Wilson hat auch noch 5 Vorlagen dazu. 9 Treffer plus 5 Vorlagen. Ah, der wäre auch schon sehr interessant. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ich glaube, der steht auch noch auf unserer Wunschliste. Es sei denn, es wurde wieder eine neue Wunschliste geladen. Denn das hier ist, wie ihr euch denken könnt, eine neue Aufnahmesession. Aber er steht drauf. Das ist gut. Wobei ich glaube, alle Spieler, die angefragt werden, stehen automatisch auf der Wunschliste, oder? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall wollte ich hier in das Menü. Ne, er ist einfach nur der reine Stürmer. Ein sehr schneller Stürmer, muss man dazu sagen. Ausdauer ist okay. Stärke ist auch ganz okay. Relativ ausgeglichene Werte. Wo ist sein Kopfball? 68 bis 72 ist jetzt nicht so überragend. Aber er ist halt in einer Top-Verfassung. 28 Jahre alt. Auch im besten Alter. Hat schon genügend Erfahrung. Wir wollen jetzt nicht unbedingt noch so ein weiteres Talent verpflichten, sondern einen, der uns im Notfall auch mal sofort helfen kann. Aber gut, dazu wahrscheinlich nach dem nächsten Spiel etwas mehr. Die Transferphase geht ja natürlich über den ganzen Januar hinweg. Das wisst ihr natürlich. So, aber jetzt erstmal zum FA Cup. Dritte Runde, liebe Freunde. Wir spielen also gegen Exeter City mit Flybe als Werbung. Interessante Trikots, finde ich ganz nett, ganz nice. Aber wir wollen natürlich mal wieder ein bisschen umstellen und die frischen Leute hier im heutigen Spiel ranlassen. Zum Beispiel Isworth sollte auf jeden Fall spielen. Und ich möchte in diesem Spiel tatsächlich auch Harry Kane nochmal die Chance geben. Ist auch bei 100% Fitness. Isworth wechselt erstmal auf den rechten Flügel. Bale möchte ich trotzdem erstmal drin behalten. Er ist einer der wenigen Spieler, die ich eigentlich fast immer spielen lassen möchte. Ähnliches gilt eigentlich für Barclay. Den können wir allerdings heute vielleicht doch rausnehmen gegen Sigurdsson. Dann wird Sigurdsson auch gleich mal die Kapitänsbinde übernehmen. Bale ist natürlich nur sein Stellvertreter. Lemina Rauschenberg, da können wir eigentlich mal auch heute eine halbe B11 auflaufen lassen. Ballanta kommt auf jeden Fall heute mal rein. Anstelle von Umtiti. Dominic Roy. Ayew kommt zumindest mal mit auf die Bank auf jeden Fall. Nathan Dyer, der uns auf jeden Fall verlassen wird. Thompson könnten wir vielleicht mal spielen lassen. Warum? Eigentlich nicht. Ist nur die Frage, wo. Soll Bale doch mal eine Pause bekommen? Komm, wisst ihr was, gegen einen Viertligisten können wir einen Gareth Bale sogar mal schonen. Thompson darf nach langer Zeit auch mal wieder ran. Dominic Loy möchte zumindest mit auf die Banken. Oder Fernandes. Na komm, spielen wir mal Fernandes und Ballanta heute in der Innenverteidigung. Henley rechts ist okay. Links hinten. Wobei, wir können das nochmal anders machen. Loy spielt
Neben Fernandes und Ballanta geht auf die Linksverteidigerposition. Ballanta übrigens ebenfalls im wahren Leben vor kurzem gewechselt nach Europa von River Plate zum FC Basel. So, Bale bekommt heute mal eine komplette Pause. Icardi und Pulgarinho weiterhin verletzt. Das ist auch der einzige Grund, warum ich jetzt in der Winterpause noch einen neuen Offensivakteur verpflichten will. Wären die beiden jetzt noch fit gewesen, ich glaube, unser Kader wäre sonst nahezu optimal gewesen. Ach ja, und FA Cup, bevor ich das vergesse, da darf natürlich weiterhin unsere offizielle Nummer 2 Hennessy zwischen den Pfosten stehen. Ansonsten Lemina darf mal ran. Rauschenberg möchte ich gerne mal eine Pause geben. Das ist nur die Frage, gegen wen? Na, Gerhard hätten wir halt natürlich noch. Oder wisst ihr was? Warum nicht? Der junge Michael Russell darf mal ran. Hat schon eine Sprintgeschwindigkeit von 81. Der 17-jährige Schotte, Spezialbewegung 5 Sterne. Aber das Blöde ist, schwacher Fuß nur einen einzigen Stern. Das ist für ein ZM sehr unpraktisch. So möchte ich es mal formulieren. Aber heute darf er sein Pflichtspieldebüt für Swansea City geben, an der Seite von Lemina und Sigurdsson. So, ich denke, dann haben wir wirklich kräftig durchgewechselt. Und wir gucken mal kurz auf die Parallelpartien. Fast alle Spiele finden zeitgleich statt. Wir haken einfach mal alle an. Dann könnt ihr immer oben rechts im Live-Ticker verfolgen, wie es auf den anderen Plätzen steht, falls euch das interessiert. Wir haben sogar alle angehakt. Wunderbar! Liberty Stadium, 3. Januar 2021. Das erste Spiel im neuen Jahr. Ich hoffe, dieses Jahr bringt uns Glück. Anstoß 14 Uhr. Schiedsrichter ist Regis Graver. Hatten wir, glaube ich, bis dato auch noch nicht gehabt. Und natürlich, wie sollte es anders sein in Swansea? Es regnet natürlich an der Küste. Und jetzt? Wow, wir haben schon 17 Minuten aufgenommen. So eine lange Vorlaufzeit hatte ich, glaube ich, schon lange nicht mehr vor einer Partie. Aber gut, es ist ja Transferzeit. Es ist FA Cup Zeit, auf die ich mich sehr freue. Und wir haben ja immer noch, ganz, ganz theoretisch gesehen, die Chance auf 3 Titel. Wobei, in der Liga wird es natürlich schwierig. Aber in der Champions League, wer weiß, wenn wir Real Madrid schlagen können, und ich traue dieser Mannschaft das durchaus zu, dass sie die Überraschung schaffen, könnten wir vielleicht da auch weit kommen. Und ähnliches geht natürlich auch für den FA Cup, der heute für uns startet. The Emirates FA Cup. Runde Nummer 3, Swansea City gegen den Viertligisten Exeter City, die schon seit geraumer Zeit in der vierten Liga verweilen. 2011 sind sie aus der dritten in die vierte Liga abgestiegen. Höherklassiger haben sie bis dato auch nie gespielt. Ein Mittelfeldclub aus der vierten Liga. Und diese Elf, es ist natürlich nicht die 1A, auch nicht die 1B-Elf. Trotzdem, diese Mannschaft sollte genügend Qualität besitzen, den heutigen Gegner zu bezwingen. Wir gucken mal kurz. Bekanntester Mann ist wahrscheinlich Olenek, der Österreicher im Tor. Denn der hat auch schon mal in der Premier League gespielt bei Aston Villa. Zwar nicht viele Spiele gemacht, aber immerhin stand er schon mal bei einem Premier League Verein unter Vertrag. Und da haben wir ihn nochmal groß im Bild. Mittlerweile auch bestimmt Mitte 30 oder so. Aber vor allem müssen wir wohl auch auf den Mittelstürmer aufpassen. Und Regis Graver kommt aus Simbabwe. Okay, es sind natürlich sehr viele Partien, die heute parallel laufen. Da musste die FA, der englische Verband, wohl ein paar ausländische Schiedsrichter einfliegen. Aber warum ausgerechnet einen aus Simbabwe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Partie läuft. Swansea natürlich ganz im Weiß. Von links nach rechts. Heute haushoher Favorit gegen Exeter City. Und ich wollte sagen, Nicholas, der Mittelstürmer, auf den müssen wir aufpassen. Haben wir im Vorlauf ja schon gesehen, hat bislang 3-mal getroffen im FA Cup in den ersten beiden Runden. Also der ist relativ treffsicher, Feder da im Aufbau und Konterchance, da ist er schon mal, Nichols. Schnell ist er auf jeden Fall gegen Fernandes. Versucht sich da durchzusetzen und er setzt sich durch. Was ist denn hier los? 5. Minute, der krasse Außenseiter führt. Die mitgereisten Fans aus Exeter können es kaum glauben. Fernandes lässt sich ausspielen von Nichols. Der bringt die Flanke rein. Und dann wird, glaube ich, Dominic Loy angeköpft. Ja, und so hat Hennessy im Tor keine Chance. Kopfball an den Kopf von Dominic Loy. Und das nennt man wohl unglücklicher Start. King ist der Torschütze in Minute 5.
Und zwar sind sie auf einmal gefordert. Holy shit. So hat sich das Dani Dattel ganz bestimmt nicht vorgestellt. Nicht, dass wir den Viertligisten hier unterschätzen oder ähnliches, aber das hätte man durchaus besser verteidigen können. Und Swansea hier gerade völlig von der Rolle. Gute Grätsche von Loy, beziehungsweise von Fernandes. Während Cardiff bei Everton in Führung geht. Also, die Premier League Vereine starten nicht gut ins neue Jahr. Aber es ist ja noch genügend Zeit, diesen Rückstand aufzuholen. Aber das gibt natürlich den Außenseiter jetzt Selbstvertrauen. Was macht Lemina denn da? Vor allem würde mich interessieren, wer den Fehler da den Ballverlust fabriziert hat vor dem 0:1. Ich glaube nämlich, es war der gute Adam Henley mal wieder, der den Ball völlig unmotiviert da verloren hat. Aber sei es drum, noch genügend Zeit auf nach vorne. Und Exeter zieht sich natürlich weit, weit zurück. Sigurdsson, Balanta legt ins Zentrum zu Russell. Guter Ball, Harry Kane kommt, bekommt den Ball nicht unter Kontrolle. Konter, Chance, Loy dazwischen, ist Grove. Kane im Zusammenspiel, gut gemacht. Harry Kane bringt den Ball nach innen, aber nicht wirklich gefährlich. Da kann kein Mitspieler an diesen Flankenball herankommen. Langer Ball, Lemina dazwischen. Balanta braucht ein bisschen lange, um den zu verarbeiten. Lemina, Sigurdsson probiert's. Abgefälscht von einem Innenverteidiger, gibt die erste Ecke. Natürlich die Führung sehr glücklich, wie sie zustande gekommen ist. Aus Sicht von Exeter. Aber dem wird es mal sowas von scheißegal sein. Und die werden sie jetzt mit Mann und Maus alles verteidigen, wie sie es können. Ecke, Sigurdsson und Ausgleich. Schnelle Antwort. Mario Lemina köpft den Ball ein. Gott sei Dank. Sigurdsson findet den Kopf von Lemina. Der setzt sich mit seiner körperlichen Kraft durch. Nicht besonders platziert, aber Hauptsache drin. Und extrem wichtig, dass wir so schnell zum Ausgleich gekommen sind. Denn je länger das Spiel gedauert hätte, desto mehr Verunsicherung hätten wir bekommen. Aber der schnelle Ausgleich sollte uns jetzt wieder auf die Siegestraße hoffentlich führen. Und erstmal wieder ein bisschen Beruhigung hier in die Partie bringen. Russell, 17 Jahre jung, wie gesagt. Erstes Spiel für ihn. Und der nächste Fehler von Adam Henley. Nächste Unsicherheit. Diesmal kann es Exeter aber nicht schnell ausspielen. Da waren genügend Defensivakteure von Swansea rechtzeitig zurückgeeilt. Aber sie machen das bislang sehr, sehr stark. Nur der letzte Ball ein bisschen zu steil. Also Swansea ist hier gewarnt. Einmal wurde die Abwehr schon überrumpelt. Das sollte bitte nicht noch ein zweites Mal passieren. Jetzt aber erstmal Abstoß für Wayne Hennessey. Langer Ball, Sigurdsson gegen King, den Torschützen, das wieder King. Vorbei an Fernandes, aber nicht vorbei an Dominic Loy. Macht das diesmal gut. Lemina, Gavin Thompson, Sigurdsson, kein Abseits, Harry Kane! Da zeigt er mal seine brillante Schusstechnik. Olyenik im Tor ohne Reaktion, aber er trifft nur den Pfosten. Ist Grove. Versucht das 1 gegen 1. Flanke abgeblockt. Gibt immerhin die Ecke. Den Schuss von Harry Kane würde ich gerne nochmal sehen. Aber der wird nicht nochmal von der FA angezeigt. Schade. Schöner Versuch. Wäre ein Tor wert gewesen. Aber diese Schusstechnik hat Harry Kane bis dato im Trikot von Swansea viel, viel zu selten gezeigt. Nächste Ecke, Lemina. Und wieder die Chance. Und King, der Torschütze, rettet auf der Linie. Ich glaube, Isgrove war es, der da zum Schuss kam. Diesmal Glück für Exeter. Balanta. Nachsetzen. Thompson. Gut gespielt, Lemina. Braucht ein bisschen zu lange, um sich zu sortieren. Schade. Olenek. Auf Borg, der Linksverteidiger. Attackiert von Harry Kane. Kein Foul. Richtig gesehen, wie ich finde. Richtig entschieden. Guter Einwurf von Kane. Schaltet sehr schnell. Ist Grove gegen zwei. Ah, vertändelt sich da ein bisschen. Bekommt immerhin noch den Einwurf. Fast das Beste, was er da rausholen konnte. So, jetzt bitte jemand anbieten, Leute.
Lesbov, oh, gut verteidigt da. Lemina kommt da dem Ball nicht entgegen und so wie er Konter über Nichols. Aber Grant kann den Ball nicht kontrollieren. Dominik Loy hat sich nach seinem halben Eigentor wieder ein bisschen gefangen. Thompson, Kane, Russell stark gemacht, Lemina. Kane will Thompson schicken, der setzt nach. Kein Foulspiel, Gavin Thompson. Nach dem Fehler von Ribeiro. Riesenchance für den jungen Schotten. Erster Pflichtspieleinsatz in dieser Saison für ihn. Steht er momentan noch auf unserer Verleihliste und ich hoffe, dort wird sich ein ambitionierter Zweitligist oder vielleicht sogar ein Erstligist bezüglich einer Leihe bei uns melden. Werden wir abwarten. Nächster gewonnener Zweikampf, nächster Gegenzug Lemina, Sigurdsson, Isgrove. Braucht wieder ein bisschen zu lange, um den Ball zu kontrollieren, um sich in Flankenposition zu stellen. So wie die Abwehr von Exeter dazwischen. Die halten sich bislang wacker. Swansea muss einfach weiter geduldig warten und geduldig spielen. Irgendwann kriegen wir die Chancen. Bin ich mir sicher. Vielleicht jetzt. Harry Kane, Thompson. Nicht im Abseits. Ich habe jetzt eigentlich auf den Abseitswurf gewartet. Aber Olenek, der Österreicher. Klasse Parade. Zweite Riesenchance für den jungen Gavin Thompson, schottischer A-Nationalspieler. Und der darf auch die darauffolgende Ecke treten. Erstmal rausgeköpft, zweiter Ball wieder bei Thompson. Legt zurück für Russell. Der traut sich nicht, Fernandes ebenfalls nicht. Aber Sigurdsson zum ersten, Sigurdsson zum zweiten, zweimal abgeblockt. Aber die Chance, sie lebt immer noch. Jetzt will Sigurdsson durchstecken, statt zu schießen. Aber wieder die vielbeinige Abwehr der Gäste dazwischen. Gegenzug. Aber Dominik Loy, der hat sich wirklich gefangen. Die ersten 5 Minuten waren grausig in der Abwehr, aber danach Swansea ohne Probleme in der Defensive. Das Problem ist mal wieder die Chancenverwertung. 1-1 zur Pause hier in Swansea. Der Ausgleich erzielt von ihm hier, Mario Lemina. Aber wir hatten zahlreiche weitere Chancen. Im zweiten Durchgang heißt es nun, zumindest eine davon zu nutzen. Wenn man aber so auf die Zwischenergebnisse schaut, sind wir nicht die einzigen, die sich schwer tun. Zum Beispiel Liverpool bei Colchester United nur 0-0 zur Pause. Arsenal führt auch nur 1-0 gegen Ipswich Town. Everton liegt sogar zurück gegen Cardiff City 0-1. Southampton spielt nur 1-1 zur Pause. Man City 2-0 im Front. Chelsea 0-0 bei Newcastle. Also, der FA Cup ist wirklich der Wettbewerb, wo die meisten Überraschungen passieren. Ich hoffe, hier in Swansea heute nicht. Und damit gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Swansea hat natürlich mehr vom Spiel, ganz klar. War auch nicht anders zu erwarten. Hat die größeren, hat die besseren Chancen. Aber wir können sie bis dato nicht nutzen. Deswegen steht es ausgeglichen 1-1. Und nach Möglichkeit, ihr wisst es ja, sollte ein Spiel nach 90 Minuten unentschieden stehen im FA Cup, kommt es zu einem Wiederholungsspiel. Und bei unserem engen Terminkalender sollten wir das nach Möglichkeit vermeiden. Wieder. Exeter jetzt mal mit der längsten Ballstaffette in dieser Partie. Lässt den Ball gut laufen. Borg jetzt allerdings mit dem Fehlpass. Lemina dazwischen. Und jetzt Konterchance, wenn es schnell geht. Isgrove. Sigurdsson. Kane. Guter Ball für Sigurdsson. Und der mit einer super Flanke ist Grove. Macht ihn. 51. Minute. Komplizierter als es sein muss. Das ist aber rausgespielt von Kane. Sigurdssons Flanke mit dem Auslöst. Ist Grove. Braucht 2 oder 3 Anläufe. Zunächst klasse pariert von Olenek. Der dann vom eigenen Abwehrspieler so ein bisschen behindert wird. Isgrove kann den Ball im 5-Meter-Raum dann sogar noch annehmen. Und grätscht ihn auf der Torlinie ins Tor. Okay, egal wie, Hauptsache drin. Und damit Glückwunsch an Lloyd Isgrove. Sein erstes Tor im Trikot von Swansea City. 51. Minute, kurz nach Wiederbeginn. Die Führung für die Schwäne. Gott sei Dank werden sich die Fans der Swans jetzt denken. So, was macht der Viertligist?
können sie sich davon noch erholen. Wieder gegen Balanta, lässt die Flanke zu. Fernandes, ganz sicher. Thompson. So, und jetzt ist das Selbstvertrauen natürlich auch da, bis Harry Kane den Ball dann wieder verliert. Konter über Davis. Lemina arbeitet da ein bisschen zu viel vielleicht mit den Armen. Deswegen gibt es den Freistoß für Reader, der den Ball allerdings erstmal liegen lässt. Und so die Möglichkeit gibt, den Innenverteidigern aufzurücken. Denn Standardsituationen sind natürlich ein gutes Mittel, zum Torerfolg zu kommen. Harley bringt den Ball rein. Zurückgelegt per Kopf für Nichols. Auf den müssen wir ja besonders aufpassen. Torgefährlicher Mann. King. Jetzt sind wir gerade ein bisschen zu weit weg von unseren Gegenspielern. Und jetzt geht es hier zu wie beim Handball. Irgendwann muss aber mal die Flanke oder der Abschluss kommen. Jetzt kommt die Flanke und Hennessey ist da. Vor Nichols. Und bringt den Ball weit raus zu Gavin Thompson. Gute Ballbehandlung. Sigurdsson. Aber dann der Fehlpass vom jungen Russell. Der in der ersten Hälfte, wie ich finde, ein sehr solides Spiel gemacht hat. Relativ unauffällig, aber alle seine Pässe kamen eigentlich immer zum Mitspieler. Gerade eben sein erster Fehlpass. Hier wieder der junge Michael Russell und der zweite Fehlpass gleich hinterher. Hat völlig unaufgeregt angefangen, aber jetzt scheint ihn die Nervosität so ein bisschen zu packen. Komischerweise mitten im Spiel. Davis gegen Harry Kane. King. Der Fertige ist jetzt überraschend mit extrem viel Ballbesitz. Wieder so ein leichtes Trikot ziehen, was vom Schiedsrichter aus Simbabwe geahndet wird. Und der erste Wechsel in dieser Partie. Aaron Davis geht. Jordan Tilson kommt in die Partie. Das Team von Exeter sowieso ein sehr, sehr erfahrenes. Ich glaube, alleine 5 Spieler in der Startelf sind mittlerweile über 33 Jahre alt. Also hier ist wirklich pure Erfahrung am Start. Moore Taylor, der etwas jüngere Innenverteidiger mit dem langen Schlag, aber abgefangen von Swanseas Defensive. Thompson. Gavin Thompson schickt Isgrove und der will durchstecken. Ball kommt nicht ganz an. Feder von Exeter. Sigurdsson probiert es aus der Distanz, aber erneut die vielbeinige Abwehr dazwischen. Reader. Nicht seine erste riskante Aktion da. Sigurdsson setzt nach, genauso wie Russell. Guter Ballgewinn. Aber der Pass, der Querpass dann zu unpräzise. Schade. So Konterchance. McReady wieder auf Reader. Gavin Thompson muss da ein bisschen mehr mit zurückarbeiten. Gefällt mir nicht, dass er da einfach stehen bleibt. Aber zum Glück die Zuspiele des Viertligisten auch zu unpräzise. Da merkt man halt den Klassenunterschied. Exeter ist halt nur ein Viertligist. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt nochmal wechseln. Was ist immer noch einigermaßen fit? Das gefällt mir. Sigurdsson wird jetzt mal vom Feld gehen gegen André Ayew. Der kann auch auf der 10er-Position spielen. Und Osako wird ebenfalls kommen anstelle von Thompson, würde ich sagen. Wobei, dann geht Ayew links raus und Osako geht auf die 10er-Position. Und ich denke, dabei können wir es dann auch belassen. Sprich, der Junge Russell darf sogar durchspielen, sollte nichts Ungeahntes, Unerwartetes dazwischen kommen. Also Doppelwechsel in der 73. Minute. Die Fans bedanken sich bei Gylfi Sigurdsson, der in den letzten Wochen ja nicht unbedingt in Entschuldigung, in bester Verfassung war. Heute immerhin mal wieder mit einer Torvorlage. 17 Minuten noch zu gehen. Das Spiel müssen wir jetzt natürlich irgendwie nach Hause schaukeln. Balanta, guter Ball für den gerade eingewechselten Ayew. Der ist natürlich noch frisch. Ayew verzettelt sich dann aber gegen zu viele Defensivakteure. Gut gemacht von Lemina. Aber Russell geht da dann nicht auf den Ball einfach drauf. Der relativ frei da lag. So die Konterchance nochmal. Aber Adam Handley erneut dazwischen. Und wieder geht Russell dem Ball nicht entgegen. Da merkt man so ein bisschen seine Unerfahrenheit. Wobei das war Isgrove diesmal, der den Ball da nicht entgegengegangen ist. Osako will den Ball in die Mitte legen. Harry Kane setzt gut nach.
Andrea Yu völlig frei. Und jetzt ist der Deckel drauf. 80. Minute. An dieser Stelle muss ich mich nochmal räuspern. Meine Stimme immer noch nicht bei 100%. Aber der Jubel über diesen Treffer ist natürlich trotzdem da. Andrea Yu bleibt cool. Hat er schon diverse Großchancen in dieser Saison verhauen. Aber diesmal nutzt er sie. 3:1. Andre Ayu. Die Spieler, die heute treffen, Lemina, Iskrov, Ayu, sind nicht unbedingt die, die regelmäßig treffen. Aber gegen einen Viertligisten reicht es dann selbst für die. Nächster Fehler da von Ribeiro. Kane dazwischen. Und Harry Kane hat nochmal die Chance. Harry Kane 4:1. Jetzt nicht unbedingt vorbildlich den Ball ins Netz befördert. Der Einsatz, der war natürlich vorbildlich, hat sich auch gut behauptet. Aber den Ball muss er natürlich dann noch sicherer verwandeln. Einfach unten rechts ins Eck legen. Er schießt aber den Torwart an. Olenek mit dem Arm dran, aber lenkt den Ball ins eigene Tor. 4:1, Harry Kane trifft auch mal wieder. Und wie gesagt, heute treffen die, die nicht unbedingt regelmäßig treffen. Selbst ein Harry Kane darf sich noch in die Torschützenliste eintragen. Und am Ende wird es dann doch standardgemäß, nämlich das 4:1. Was macht Hennessey da? Ich dachte, der Torwart geht hin. Aber Fernandes regelt die Situation dann doch noch ganz okay. So, und jetzt muss Exeter aufpassen, dass es hier nicht noch ganz böse endet. Klasse gespielt. Russell auf Osako. Der kann sich auch noch eintragen. 87. Minute. 5:1. Der Viertligist lässt sich hier dann nochmal komplett auskontern. Völlig unnötig. In der ersten Hälfte haben sie zeitweise richtig gut mitgehalten. So ein klares Ergebnis hat sich der Viertligist dann eigentlich nicht verdient. Aber Osako dürfte das relativ egal sein. 5:1 durch den eingewechselten Japaner. Die Offensivmaschine, sie kommt so langsam wieder ins Rollen. Auch wenn der Gegner, muss man natürlich sagen, heute in Anführungszeichen nur Exeter City hieß. Ein Viertligist und der klare Klassenunterschied hat sich heute auf dem Platz wieder gespiegelt. Also nicht da zu viel drauf einbilden auf diesen Sieg. Nochmal ein guter Zweikampf von Lemina. Und ein Ehrentor hätten sie sich eigentlich noch verdient. Und sie bekommen es fast. Nochmal die Chance aus der zweiten Reihe, abgefälscht von Loi. Aber Hennessey passt auf. Osako klärt erstmal per Kopf. Kane nochmal mit der Grätsche. Und das gibt wahrscheinlich sogar noch eine Karte. Für Swanseas Mittelstürmer Harry Kane. Völlig unnötig, da nochmal den Gegner wegzugrätschen. So, nochmal Harley mit dem Freistoß. Und Hennessey nochmal dazwischen. Und dann ist Schluss. Am Ende eine klare Sache. Seine ersten Hälfte, oder nach der ersten Hälfte noch nicht so aus. Da stand es ja 1:1. Am Ende aber 5:1. Iskrov mit seinem ersten Treffer. Kane hat mal wieder getroffen. Lemina hat getroffen. Ayu nach langer, langer Zeit. Und auch Osako hat Adjoka gestochen. Ich denke, mit dem Ergebnis können wir natürlich hochzufrieden sein. 5:1 am Ende. Und damit haben wir selbstverständlich auch die nächste Pokalrunde erreicht. 13:2 Schüsse. Der Viertligist sogar mit etwas mehr Ballbesitz. Krass, krass. Harry Kane wird sogar zum Spiel des Tages ernannt. Ein Tor gemacht, eins vorgelegt. Sigurdsson hat sogar heute 2 Tore vorbereitet. Stimmt, die ersten beiden, ne? Genau. Und auch der junge Russell in seinem ersten Spiel gleich mal mit einem Assist, den er sich gut schreiben kann. Schönes Debüt, schönes Spiel, wir sind zufrieden. So, und die Ergebnisse gucken wir uns gleich nochmal in... Oh, wir können sogar scrollen. Oh, jetzt kann ich nicht mehr scrollen während des Ladebildschirms. Die Ergebnisse gucken wir uns gleich nochmal in aller Ruhe an. Vorher stellen wir das Training wieder ein, wie in der Vorwoche, würde ich sagen. Da möchte ich in nächster Zeit eigentlich gar nicht so viel großartig verändern. Und wieder die Note F bei Pool. Also Regan Pool
Bei dem scheint irgendwas im Pool zu liegen. Da ist irgendetwas nicht im Reinen. Irgendwas scheint unseren jungen Innenverteidiger zu bedrücken. So, die ersten Transfers, so wie es aussieht, passieren auch so langsam. Atalanta Bergamo verpflichtet Figueiredo. Ablösefrei. Gegen den haben wir ja in der Champions League gespielt, denn der Mann kommt ablösefrei von Sporting Lissabon nach Italien. Toulouse hofft, Aboagie bald zu verpflichten. Mailand will Offensivabteilung verstärken und den Rest hatten wir schon gelesen, zumindest die Überschriften davon. So, wir gehen vielleicht nochmal eben einen Tag voran, denn ich glaube, es gibt immer so ein, zwei FA Cup-Spiele, die immer am Montagabend stattfinden. Und ein weiteres Transferangebot und erneut für Loris Karius, das haben wir ja schon am 1. Januar eins bekommen. Diesmal bekommen wir sogar gleich zwei von irgendwelchem komischen Verein. Von Sassuolo aus Italien, irgendein Verein aus der Serie A, der im unteren Mittelfeld rumdümpelt. Und CD Nacional aus Portugal. Warum sollte ein Karius da hinwechseln wollen? Und wisst ihr was? Um solche nervigen Angebote nicht mehr zu erhalten, lehnen wir einfach alle künftigen Angebote ab. Denn ich glaube nicht, dass da irgendwie ein vernünftiges Angebot für Karius reinkommen wird. So, jetzt aber nochmal kurz zu den Ergebnissen. Mal gucken, ob es ihr da irgendwelche Überraschungen gab. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne vorlesen. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Wiederholungsspiele. Da können wir gleich mal gucken, wer alles in einem Wiederholung spielen muss. Crystal Palace zum Beispiel fliegt schon mal raus. Die verlieren beim FC Burnley mit 0 zu 1. Southampton gewinnt knapp 2-1. Sunderland gewinnt 3 zu 1. Leicester City gewinnt knapp gegen Middlesbrough. Man City sicher weiter. Chelsea muss in einem Wiederholungsspiel gegen Newcastle. Man U muss ebenfalls in einem Wiederholungsspiel gegen Wrexham United. Watford schlägt Sheffield, interessant. Swansea mit dem klarsten Sieg in dieser Runde, 5-1 gegen Exeter. Tottenham knapp weiter, West Brom knapp weiter, West Ham sicher weiter. Und auch Aston Villa sicher weiter. Also so viele Überraschungen scheint es hier nicht gegeben zu haben. Liverpool muss ebenfalls in einem Wiederholungsspiel. Zu Hause gegen Colchester United. Everton muss nachsitzen, Man U und Chelsea ebenfalls, dürfen aber alle zu Hause ran. Okay, viele Überraschungen gab es zwar noch nicht, aber vielleicht passieren ja noch einige. Wer weiß, wer weiß. Valencia, keine Ablöse für Götze. Interessant, Mario Götze, der im wahren Leben ja auch höchstwahrscheinlich die Bayern mit unbekanntem Zielort verlassen wird, wechselt hier ablösefrei zur neuen Saison zum FC Valencia. Interessant, Musa sagt, ich bleibe. Sarko will nicht zu Nancy und bleibt bei Hoffenheim. Carrasco kostet fast nichts, wird ablösefrei verpflichtet, genauso wie Lozano vom FC Turin. Also es geht so langsam los, auch wenn im aktuellen Transferzeitraum anscheinend noch keine Transfers passiert sind. Aber alles nur eine Frage der Zeit. Und guck mal an, SSC Neapel hofft, Della Fiore bald zu verpflichten. Und hatten wir uns, wenn ich mich nicht gerade täusche, der gute Johnny J hatte ja mal ein schönes Della Fiore-Video gemacht und wurde da nicht gesagt, dass er in Neapel geboren wurde? Ich bin mir relativ sicher. Also Della Fiore könnte praktisch nach Hause zu Mama und Daddy zurückkehren. Das wäre natürlich auch ein sehr kurioser Transfer. Würde mich irgendwie sogar freuen, wenn der zustande kommen würde. Also ich sehe Della Fiore dann doch lieber in Italien als bei Paris. Bei der Millionärstruppe aus der französischen Hauptstadt. Aber okay, das nur am Rande. Gehen wir nochmal einen Tag voran. Denn das nächste Premier League-Spiel erwartet uns schon. Und zwar gegen den FC Watford. Und wir bekommen ein Transferangebot für Nathan Dyer. Der wollte ja uns verlassen. Und da werden wir jetzt auch nicht großartig verhandeln. Leeds United, der Zweitligist, möchte ihn haben. Traditionsverein. Leeds 1,2. Und irgendwie finde ich, passt Nathan Dyer auch sehr gut dorthin. Deswegen für 1,2 Mille werden wir das auf jeden Fall annehmen. So, für Antonio Sanabria haben wir ja schon ein Angebot rausgeschickt. Aber ich möchte vielleicht noch, sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht klappen, schon mal Ausweichangebote verschicken. Berahino. Wenn der für 25 Mille zu haben ist, dann würde ich den sogar auch verpflichten wollen. Wir können einfach mal drauf losbieten. 42 Mille will ich ganz bestimmt nicht für ihn bieten.
Aber vielleicht noch ein, zwei andere Angebote für Wilson zum Beispiel. Form großartig und Moral sehr glücklich. Hat auch noch 2,5 Jahre Vertrag. Da fangen wir vielleicht mal an mit 14,5 oder irgendwie sowas um den Dreh. Wie gesagt, weiterhin mein Wunsch. Spieler Nummer 1 ist wahrscheinlich wirklich Antonio Sanabria. Aber noch ein paar Ausweichangebote können ja nicht schaden. Braithwaite können wir vielleicht auch mal 15 Mille bieten. Hat nur 60.000 Gehalt. Das ist sogar noch relativ überschaubar. Okay, mal gucken, welcher Offensivakteur es am Ende wird. Ich bin sehr gespannt, wer zu uns wechseln wird. Stoke City, keine Ablöse für Meunier. Wow, da hat Stoke City einen richtig guten verpflichtet, den belgischen Nationalspieler und Rechtsverteidiger, der im wahren Leben vor kurzem zu Paris gewechselt ist. Lanzini könnte immer noch für eine heftige Summe gehen. Leipzig verhandelt mit Hertha über Mackie-Knock-Wechsel, dänischer Nationalspieler. Und es sind anscheinend die ersten Transfers passiert, beziehungsweise der erste Transfer, Erdogan. Ein sehr bekannter Name für die, die Nachrichten schauen, allerdings nicht in Bezug auf den Fußball. Wechselt auf jeden Fall zu Tottenham, scheint ein Nachwuchstalent zu sein. Aber okay, unser Budget momentan 25 Mille. Damit sollten wir eigentlich auch einen guten Offensivakteur ranholen können. Und wir wissen ja immer noch, Jannik Gerhardt steht weiterhin auf der Transferliste. Da warte ich jetzt eigentlich immer noch, bis Angebote kommen. Wann werden die Angebote kommen? Das werden wir erst erfahren. Vielleicht schon beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Let's Play FIFA 16, Karrieremodus mit den Schwänen von Swansea City. Aber vorher werden wir uns natürlich dann erstmal den 21. Spieltag der englischen Premier League anschauen, denn da sind wir zu Gast beim FC Watford. Und wie das ausgehen wird, das erfahren wir auf jeden Fall. Natürlich im nächsten Part. In dem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.